Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 71 der germanischen Mythologie. Und nachdem wir uns bereits die Tiere in der Mythologie und der Kultur der Germanen angeschaut haben, geht es in dieser Folge um die Bäume und andere Pflanzen in der Kultur und Mythologie der Germanen. Wie aber auch schon bei den Tieren der Mythologie wird auch dieses Video nicht jede einzelne Erwähnung und jede einzelne Art, die hier und da mal erwähnt wird, abdecken können. Daher wird es eher um die wichtigsten Aspekte und die wichtigsten Pflanzen in der Mythologie und Kultur der Germanen gehen. Und so beginnen wir auch mit den Bäumen, denn diese haben tatsächlich eine recht große Rolle in den Mythen der Germanen und auch ihrer Religion, ihren Kulten und ihrer Kultur. So bildet ja bereits der Baum Yggdrasil das Zentrum der Kosmologie in den nordischen Mythen. Gemäß Snorri handelt es sich dabei um eine Esche und um den besten aller Bäume, der immer grün ist und seine Äste breiten sich über die gesamte Welt und über alle neun Reiche aus. Bei Yggdrasils Stamm treffen sich die Götter zur Ratsversammlung und zum Ting, und Odin erhängte sich einst an diesem Baum, um das Wissen um die Runen zu erlangen. Auch der Brunnen der Urd, die Quelle des Schicksals, und der Brunnen von Mimir, die Quelle der Weisheit, liegen dort, sowie der große Brunnen Hvergelmir, aus dem viele Flüsse der Welt stammen und wo der Drache Nidhögr lebt. Diese liegt unter den Wurzeln von Yggdrasil gefangen, und mit Nidhögr leben dort viele Schlangen, die an den Wurzeln des Baumes fressen. Damit wollen sie dem Baum Schaden zufügen und so das Ende der Welt rascher herbeiführen, während auf der Krone des Baumes ein großer Adler und sein Berater sitzen und zwischen den beiden läuft das Eichhörnchen Ratatösk hin und her und tauscht Beleidigungen und Streitgespräche zwischen Adler und Drache aus. An Yggdrasils Ästen fressen zudem noch vier große Hirsche und das alles fügt dem Baum durchaus großen Schaden zu. Doch um dem entgegenzuwirken, spenden die Nornen, die Personifizierung des Schicksals, die am Brunnen der Urd leben, dem Baum Wasser aus ihrem Brunnen und halten ihn damit gesund. Und so bildet ein gewaltiger Baum das Zentrum der Kosmologie der Germanen. Der Name Yggdrasil ist dabei in seiner Bedeutung nicht ganz geklärt. So könnte er sich mit Odins Pferd oder auch Schreckensbaum übersetzen lassen, was sich beides darauf bezieht, dass Odin sich an diesem als seinen Galgen erhängte. Eine andere Interpretation ist es aber, Yggdrasil als Eibensäule zu übersetzen, was aber dem widersprechen würde, dass Snorri Yggdrasil als eine Esche identifiziert. So ein Weltenbaum oder eine Säule im Zentrum des Kosmos findet sich auch schon recht weit in der Zeit zurück, und Weltenbäume oder Säulen finden sich bei den Germanen schon lange und gehen wohl schon auf die Vorfahren der Germanen zurück. So finden sich sehr ähnliche Weltenbäume und Weltensäulen auch bei anderen indoeuropäischen Kulturen und sie sind recht weit verbreitet. In der Edda taucht der Weltenbaum Yggdrasil dann auch bis zum Ende der Welt zu Ragnarök hin auf. Vor dem Endschicksal der Götter und der Welt zittert der Baum und fängt am Ende schließlich Feuer. Er verbrennt zusammen mit der alten Welt im Feuer von Muspel und geht mit ihr unter. Und bei der neuen Welt wird dann kein Baum mehr erwähnt, womit unklar ist, ob in der nächsten Welt nach Ragnarök auch wieder ein Weltenbaum im Zentrum stehen wird. Dafür befinden sich auch außerhalb der Mythen Gegenstücke zu Yggdrasil, dem Weltenbaum. So beschreibt Adam von Bremen für den großen Tempel in Uppsala, dass dort ein gewaltiger Baum steht. Dessen Art ist nicht bekannt, aber auch er soll gewaltig groß und immer grün und der beste aller Bäume sein. Und an diesem Baum sollen laut Adam von Bremen alle 9 Jahre im Rahmen eines großen Opferfestes 9 Menschen, 9 Pferde, 9 Hunde und andere Tiere geopfert werden, die dann am Baum aufgehängt werden und mit ihrem Blut wird der Hain des Baumes geweiht. Ein zweites bekanntes Beispiel für so eine Weltensäule der Germanen ist dann die Irminsul, was so viel wie gewaltige Säule bedeutet. Diese soll ein großer Holzstamm gewesen sein und stellte entweder eine Siegessäule oder viel wahrscheinlicher einen Kultpfahl und hölzerne Weltensäule der Sachsen dar. Sie soll ein wichtiges Kultobjekt dieses Stammes gewesen sein und wurde aber dann im Jahr 772 von Karl dem Großen bei seinem Feldzug gegen die Sachsen zerstört. Oft hört man hier nun, dass der Name Irminsul auf einen germanischen Gott namens Hirmin oder Irmin hindeuten soll, was aber recht sicher nicht der Fall ist, da praktisch alle Quellen gegen so eine Übersetzung sprechen. Und an dieser Stelle will ich auch noch auf einen zweiten und leider recht weit verbreiteten Irrglauben eingehen, und zwar, dass dieses Symbol hier die Irminsul darstellen soll, was aber keineswegs der Fall ist. Dieses Zeichen, obwohl es online immer wieder als Irminsul verkauft wird und sogar Statuen in dieser Form als Irminsul verkauft werden, ist nicht ein Symbol für die Irminsul der Sachsen, sondern ist als Irminsul lediglich die Entwicklung von Wilhelm Teut, einem Mitglied der SS-Ahnenerbegruppe, einer pseudowissenschaftlichen Gruppierung der Nazis.
Dieser fand die Grundlage für seine Darstellung der Irminsul auf einem Relief auf den externen Steinen in Deutschland. Hier aber nicht etwa auf einem Felsenbild aus der alten germanischen Zeit, sondern in einem christlichen Relief, das eine Szene aus der Kreuzigung von Jesu zeigt und aus dem 12. Jahrhundert stammt. Damit ist dieses Relief auch definitiv nach der Christianisierung der Germanen in dieser Region entstanden und wurde definitiv von Christen gemacht. Darauf findet sich nun ein Zeichen, das Teut als gebeugte oder gebrochene Irminsul deutete und das den Sieg der Christianisierung und die Unterdrückung der Germanen zeigen soll. Dies war nun nur ein weiterer Teil der vielen unwissenschaftlichen, völlig falschen und teilweise recht irrsinnigen Thesen der Ahnenerbe-Gruppe und auch von Teut, die Symbole und Interpretationen wie diese meistens nutzten, um für die rassistischen und völkischen Ideen der Nazis zu argumentieren. So ist Teuts Irminsul, der das gebeugte Symbol auf dem Relief aufrichtete und als Irminsul bezeichnete, schlichtweg frei aus der Luft gegriffen. Was Teut auf dem Relief der externen Steine als Irminsul sehen wollte, wird von Experten generell als ein verzierter Stuhl interpretiert. Zudem macht es auch nur sehr wenig Sinn, dass ein Christ aus dem 12. Jahrhundert bei der Darstellung von Jesu einen obskuren Hinweis auf den Untergang des Heidentums einbringen sollte, der ja 400 Jahre zuvor schon stattfand. Am Ende ist Teuts Irminsul so nur ein weiterer Auswuchs der Pseudowissenschaft von rassistischen und völkischen Gruppen und Teuts Irminsul faktisch eine Entwicklung der Nazis und wird in der Fachwelt generell ignoriert und abgelehnt. Leider aber erfuhr dieses Irminsul-Symbol in vielen neopaganen und neuheidnischen Kreisen große Beliebtheit, wobei meistens nicht bedacht wird, welche Wurzeln dieses Zeichen eigentlich hat. So wird Teuts Irminsul-Symbol heute noch von vielerlei Gruppen verwendet, von denen die meisten schlichtweg den Hintergrund des Symbols und die Tatsache, dass es eine reine Erfindung der Nazis ist, gar nicht kennen. Aber kommen wir zurück zu den Bäumen und Pflanzen der Germanen, denn die Rolle von Bäumen in der Kultur und Mythologie endet hier noch lange nicht. Sehr direkt sind die Bäume nämlich auch mit den Menschen und deren Schöpfung verbunden. So heißt es, dass nach der Schöpfung der Welt und nachdem Midgard geformt war, je nach Version Odin und seine Brüder Vili und Ve oder in der älteren Version der Veluspa die Götter Odin, Hönir und Lödr am Strand spazieren gingen. Dabei entdeckten sie zwei Stücke Holz und eben aus diesen formten sie die ersten Menschen. Ein Paar namens Ask und Embla. Der Name Ask bedeutet dabei so viel wie Esche, während sich Embla nicht so klar übersetzen lässt. So kann man diesen Namen vielleicht mit Ulme übersetzen, aber auch mit Rebe oder Schlingpflanze könnte man Embla übersetzen. Auf jeden Fall aber sind so die ersten beiden Menschen aus den Bäumen und deren Holz gemacht worden. Und noch ein zweites Mal sollten die Bäume in der Mythologie für das Leben der Menschheit entscheidend sein. So retten sich zwei Menschen bei Ragnarök im Stamm von Yggdrasil und verstecken sich dort vor dem Weltenbrand und durch dieses Holz werden sie vor dem Feuer geschützt und entkommen. Dadurch überleben die Menschen das Ende der Götter und gelangen in die Welt nach Ragnarök. Diese doch recht eindringliche Verbindung zwischen Menschen und Bäumen zeigt sich dann auch noch dazu in der nordischen Dichtung. Denn hier werden oft Mann und Frau durch Baumnamen oder durch Bäume bezeichnet und gekennzeichnet. Und darüber hinaus finden sich hier und da noch einige weitere einzelne kleinere Erwähnungen von Bäumen in den Mythen. So heißt es im Grimnismal etwa, dass die Halle in Asgard des Gottes Ulla den Namen Yidalir trägt, was Eibental bedeutet. Dies ist auch keineswegs ein Zufall, denn Ulla wird als ein bogenschießender Gott dargestellt und das Holz der Eibe wurde oft für den Bogenbau verwendet. Oder auch die Erwähnung im Skirnismal, in dem Skirnir, der Diener von Frey, meint, dass er einen Ast von einem frischen Baum geschnitten hatte, um einen Zauberzweig zu bekommen, mit dem er dann der Riesin Gerda mit Flüchen drohen kann. Und schließlich spiegelt sich die große und wortwörtlich zentrale Rolle der Bäume als Weltenbaum auch noch in den Sagas wieder. Immer wieder wird in diesem beschrieben, dass im Zentrum der Hallen von Fürsten und Königen ein großer und alter Baum steht. Diese Bäume im Zentrum der Halle oder des Hofes spiegeln den Weltenbaum wider und stehen im Zentrum des Heims und damit im Zentrum der Welt der Germanen. In der Sage der Völsungen kommt so zum Beispiel Odin in die Halle der Völsungen und rammt das Schwert Gram in den Stamm des Baumes dort und nur Sigmund kann es wieder aus dem Baum herausziehen und so wird es zu seinem magischen Schwert. Und in der Saga von Rolf Krakien kommt dessen Feind Adils aus seiner Halle, als Rolf und seine Krieger diese erobern, durch eine geheime Tür in den Baum, der darin steht.
Und schließlich stehen Bäume nicht nur im Weltbild und in den Sagen und Mythen wortwörtlich im Zentrum des Geschehens, sondern auch in den religiösen Handlungen und in den Kulten der Germanen spielten sie eine wichtige und oftmals zentrale Rolle. So verehrten die Germanen tatsächlich ihre Götter häufig in heiligen Hainen. Schon bei römischen Autoren wie Tacitus und Caesar heißt es, dass die Germanen ihre Götter auf Lichtungen und in heiligen Hainen und Wäldern verehren. Der Stamm der Semnonen soll in ihrem heiligen Hain ihren höchsten Gott verehrt haben und die Altäre der Cherusker sollen auf Lichtungen gestanden haben. Und tatsächlich gehen fast alle Wörter für Tempel in den germanischen Dialekten in den frühen Texten auf das Wort für Hain oder Wald zurück. So geht ein großer Teil der germanischen Heiligtümer wohl tatsächlich auf eine Verehrung der Götter in heiligen Hainen zurück und an heiligen Bäumen. Wie so oft ist es aber nicht ganz so extrem, wie es die römischen Autoren darstellen, dass die Germanen nur heilige Haine, Quellen und Lichtungen als Heiligtümer kannten und gar keine Tempel oder Gebäude nutzten. So wurden einige heilige Orte durchaus umzäunt oder ummauert und es gab auf jeden Fall auch Hallen und Gebäude, die zumindest zum Teil auch für Opfer, Rituale und Feste verwendet wurden. Erwähnungen der heiligen Haine finden sich dann aber auch noch von der Antike bis hin zur späten heidnischen Zeit. Da ist nicht nur der bereits erwähnte heilige Baum bei Uppsala, sondern auch ein heiliger Hain, den der isländische Siedler Thorir Ketilsson für seine Opfer genutzt haben soll. Und in ganz Skandinavien finden sich Ortsnamen, die auf Kultstätten in heiligen Hainen hinweisen und die verschiedenen Göttern geweiht waren. Nur in Norwegen finden sich davon relativ wenige. Während aber so heilige Haine eine recht große Rolle gespielt zu haben scheinen, stechen einzelne Baumarten eher wenig hervor. Als eine besonders wichtige Baumart taucht aber durchaus die Esche auf. Dieser Baum scheint durchaus eine besondere Stellung bei den Germanen gehabt zu haben. So ist sowohl der Weltenbaum Yggdrasil als eine Esche identifiziert, aber auch der erste Mann wird aus Eschenholz gemacht. Und dann wäre da auch noch die Erwähnung in der Geschichte von Thors Reise nach Geirrödagard. Darin kommt es dazu, dass Thor in einen reißenden Fluss gerät und nur indem er sich an eine Esche wieder herauszieht, kann er sich retten. Daher sagten die Nordgermanen auch von der Esche, dass sie Thors Rettung sei. Und zu guter Letzt finden sich auch noch viele auf Eschen bezogene Namen. So wird einer der mythischen Ahnherren der Angelsachsen von England als Esk bezeichnet, was Esche bedeutet. Auf der anderen Seite nannten die Angelsachsen aber auch die dänischen Wikinger Askmen, was sich von der nordischen Bezeichnung für Schiffe, die Asker lautet, ableitete. Eine andere Baumart, die sehr oft als besonders heiliger Baum genannt wird, ist dann die Eiche. Ganz besonders als Donars Eiche hat diese Baumart ja geradezu Berühmtheit erlangt. Die Geschichte der Donareiche aber stammt rein aus einer christlichen Quelle. So wird in der Geschichte des heiligen Bonifatius beschrieben, dass dieser in seiner Missionierung Anfang des 8. Jahrhunderts eine Eiche gefällt haben soll, die dem Gott Donar geweiht gewesen war, um zu zeigen, dass die Götter der Germanen keine Macht hatten. Diese Geschichte wurde relativ berühmt und auch wenn darin der Baum als Eiche des Jupiter bezeichnet wird, kann man sich eigentlich sehr sicher sein, dass damit klar Donar gemeint ist. Zugleich aber stellt dies die einzige Erwähnung überhaupt dar, dass Thor mit der Baumart Eiche verbunden sein soll. So ist eigentlich völlig unklar, ob die Eiche wirklich von den Germanen als Baum des Thor gesehen wurde oder überhaupt als besonders heilig bei den Germanen galt. Vielmehr zeigt die Geschichte des heiligen Bonifatius, dass die Germanen nicht nur heilige Haine kannten, sondern wirklich auch einzelne Bäume verehrten. Von der Donareiche bis hin zum Baum von Uppsala gab es wohl auch individuelle Bäume, an denen Opferrituale und andere Feste abgehalten wurden. Unwahrscheinlich ist dabei aber, dass die Baumart dafür wirklich eine Bedeutung hatte. Und auch sahen die Germanen wohl eher keine bestimmte Beziehung zwischen einzelnen Baumarten und bestimmten Göttern. Es gab also wohl keine Baumarten, die jeweils einem Gott geweiht waren. Vielmehr war es wohl so, dass die Germanen sowohl heilige Haine wie auch heilige Bäume hatten, an denen sie verschiedene Götter verehrten. Und so war wohl auch die Eiche nicht nur Donar, sondern auch anderen Göttern geweiht. Nicht zuletzt auch durch die symbolische Bedeutung der Bäume als Zentrum und Achse der Welt und als Zeichen für Wachstum und Leben. Zumindest auch darauf weisen wiederum christliche Quellen hin. So schreiben viele christliche Autoren des frühen Mittelalters immer wieder, dass die südgermanischen Stämme Bäume verehrten und als Missionare verurteilten sie dies scharf.
Besonders aber eben, dass jene Missionare die Verehrung an Bäumen so schwer verurteilten, ist ein starkes Argument dafür, dass die Germanen tatsächlich in Hainen und an Bäumen Opfer darbrachten und Rituale abhielten und ihre Götter ehrten. Eine weitere Ausprägung dieser Art der Verehrung zeigt sich auch schon in den ältesten Darstellungsformen der Germanen für ihre Götter selbst. Die Pfahlgötter der Germanen und der Pfahlkult. Bei diesem wurden die Götter in Form von hölzernen Pfählen dargestellt und es handelt sich dabei um eine der ältesten belegbaren Formen des germanischen Götterglaubens und der bildlichen Darstellung der Götter bei den Germanen. Die bis zu 4 Meter hohen Figuren wurden schon seit der frühen Eisenzeit angefertigt und waren aus Pfählen oder Astgabeln gemacht und erhielten jeweils einfache menschliche Züge. Auffällig ist dabei, dass die Figuren meist sehr, sehr einfach gehalten sind und wenn überhaupt nur darauf schließen lassen, ob es sich um eine männliche oder weibliche Figur handelt. Eine genauere Darstellung einzelner Götter findet sich hier nicht, auch wenn dies mit den Möglichkeiten und den Materialien der Germanen leicht möglich gewesen wäre. Vermuten könnte man hier daher, dass die Germanen vielleicht bewusst die Figuren vage hielten, um damit nicht einzelne bestimmte Götter, sondern alle Götter als Gruppe darzustellen. So waren also auch schon die ersten Götterdarstellungen der Germanen aus Holz gemacht und dazu passte auch der Name Asen, denn dieser kann sich durch 2 mögliche Herkünfte erklären. Auf der einen Seite kann man Asen mit dem indischen Asura, was Lebenskraft bedeutet, in Verbindung bringen. Zugleich aber könnte es auch zum germanischen Wort ans, für Balken oder Pfahl gehören. Nimmt man nun die 2. Bedeutung und Wortherkunft an, so wären die Pfahlgötter wortwörtlich die Asen, die Balkengötter und auch sie wären zuerst aus Holz gewesen. Die Verehrung an Holz, Pfählen oder Säulen und die Darstellung der Götter durch diese findet sich aber nicht nur in der Antike, sondern auch noch vor und sogar noch während der Wikingerzeit. Hier in Form der sogenannten Hochsitzsäulen, die auf Altnordisch Öndvegisulur genannt werden. Diese waren große Holzsäulen oder Pfeiler, die zumeist als wichtigste Säule des Hauses an der Nordseite dienten und sowohl in der Verehrung der Ahnen wie auch der Götter eine Rolle spielten. So wird davon berichtet, dass die Siedler von Island einen solchen Pfeiler ins Meer warfen, um sich dort niederzulassen, wo er angeschwemmt wurde. Und eine Saga berichtet davon, dass eine solche Säule, die ein Abbild von Thor trug, aus einem Tempel in Norwegen stammen sollte und nach Island gebracht wurde. Die größere Verehrung und kultische Bedeutung dürften diese Holzsäulen aber noch eher vor der Wikingerzeit gehabt haben, auch wenn es heißt, dass auch die Isländer sie noch aufstellten. Und so sehen wir, dass Bäume, Pfähle und hölzerne Säulen stets durchaus im Zentrum der germanischen Kultur, Mythologie und ihren Ritualen standen. Aber auch so manche kleinere Pflanze hat durchaus eine wichtige Bedeutung in den Mythen und der Kultur. Und auch um diese soll es in diesem Video ja noch gehen. Die erste und wohl auch aus der Mythologie am besten bekannte Pflanze ist hier die Mistel. Sie taucht natürlich prominent im Mythos von Balders Tod auf und es ist ein Pfeil oder auch ein Speer aus Mistel, mit dem der ansonsten unverwundbare Balder durch Lokis Plan und Höders Hände den Tod findet. In diesem Mythos muss die Mistel nicht den Schwur gegenüber Frigg leisten, ihren Sohn nicht zu verwunden, da die Göttin meint, die Mistel sei noch zu jung und zu harmlos dafür. Genau dadurch aber konnte Loki daraus ein Mordwerkzeug gegen Balder machen. Obwohl die Mistel aber so für den Tod des Gottes Balder verantwortlich war, scheinen die Germanen die Mistel nicht negativ gesehen zu haben. So wurde die Mistel wohl nicht nur wegen ihrer scheinbaren Harmlosigkeit zur Waffe gegen Balder, sondern zentral auch, weil man ihr viele magische Kräfte zusprach. Dieser Glaube, dass die Mistel eine magische Pflanze war, war allgemein recht weit unter den alten Kulturen Europas verbreitet und am häufigsten wurde die Mistel mit einer schadabwehrenden Wirkung verbunden. Was es auch durchaus ironisch machen würde, dass ausgerechnet die schadabwehrende Mistel die Schadensabwehr von Balder überwinden konnte. Deutlich weniger prominent in den Sagen und Mythen, aber dafür umso mehr in der Kultur der Germanen, war dann eine Pflanze, die man vielleicht nicht direkt mit magischen Pflanzen der alten Zeit in Verbindung bringen würde. Und das ist der Lauch, die wohl magischste Pflanze der Germanen überhaupt. Ganz besonders wurde der Lauch mit größter Heilkraft verbunden. Dem Lauch wurde tatsächlich so viel Macht zugesprochen, dass sogar nur das Wort Lauch allein große Kraft gehabt haben soll. So wurde Lauch schon während der Völkerwanderungszeit als Laukar auf Braktiaten in Runen geritzt und als Zauberwort genutzt, das Schutz, Glück und Heilung bringen soll.
In der Edda wird der Lauch als Gegenmittel gegen Gift empfohlen und auf Island wurden im Mittelalter noch die Kräutergärten von Klöstern als Lauchgärten bezeichnet. Dazu taucht Lauch oft auch in Verbindung mit Leinen auf und ein Verband aus Leinen und Lauch soll größte heilende Wirkung gehabt haben. Und schon auf der Inschrift auf einem Messer aus dem Jahr 53 findet sich die Verbindung Linar Laucar, Leinen und Lauch. Neben seiner magischen und medizinischen Wirkung führte die Form und die große Bedeutung des Lauches auch zur eiligen Keningar. So wurde Lauch oft als Keningar für den Schiffsmast oder auch für Schwerter verwendet. Und zu guter Letzt gibt es nun auch noch einen Gott, der besonders mit heilenden und magischen Pflanzen und Kräutern verbunden ist, der Allvater Odin. Dieser ist zwar keineswegs ein Fruchtbarkeitsgott, aber ein Gott der Heilung und der Magie. So heißt es bei Snorri, dass Odin den Kopf von Mimir, nachdem ihn die Wahnen enthauptet und seinen Kopf zu Odin geschickt hatten, mit Zaubersprüchen und mit Kräutern konservierte und wiederbelebte. Und dann ist da auch noch der neuen Kräutersegen der Angelsachsen aus England, bei dem es sich um einen Heilzauber aus dem 9. oder 10. Jahrhundert handelt. Darin wird die Wirkung und Nutzung von neuen Heilkräutern beschrieben, bei denen es sich aber nicht unbedingt um Pflanzen handelt, die man heute typischerweise Kräuter nennen würde. So taucht darin unter anderem auch der Apfelbaum auf. Die anderen Kräuter aber sind der Beifuß, der Breitwegerich, Schaumkraut, Kamille, Brennnessel, Fenchel und zwei weitere, deren Namen leider nicht klar übersetzt werden können. Und schließlich wird in diesem Gedicht auch noch Odin erwähnt und um seine Kraft und Führung angerufen. So sollte wohl Odin, hier natürlich auch auf Englisch Woden genannt, bei der Wirkung der Pflanzen helfen und den Drachen oder auch die Schlange besiegen, die hier symbolisch für das Schlechte steht und in 9 Teile geschnitten wird. So kannten die Germanen auch starke Heilpflanzen, von denen vor allem der Lauch größte Bedeutung hatte. So zentral und bedeutend wie die Bäume waren diese aber nicht, denn die Bäume standen wahrlich im Zentrum der Kosmologie und spielten die zentrale Rolle in der Kultur der Germanen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.